Um diesen Koloss war es lange still. Seit 2008 ist der Flughafen Tempelhof in Berlin nicht mehr in Betrieb und droht der Stadt um die Ohren zu fliegen. Es kostet schon ein kleines Vermögen, allein die Riesenhallen dieses Denkmals zu heizen und instand zu halten. Nun hat eine private Stiftung das Privileg, hier die Kunst eines Mannes zeigen zu dürfen, der ähnlich wie das Gelände selbst weltbekannt ist. Er vollbringt das Kunststück, Beton zu biegen und in diese gigantischen Hallen auch gigantisch Bewegung zu bringen. Gret von Petersdorf und Petra Gute. Handschuhe an, Mantel aus. Bernard Venet bereitet sich vor auf seine Performance. Noch einmal zurechtschieben, die tonnenschweren Stahlträger mit viel Sorgfalt. Und dann, es wird geradezu kontraproduktiv, gibt der 80-Jährige dem Ganzen einen Schubs. Das war's mit dem Arrangement. Es ist wahnsinnig laut. Wenn ich eine solche Performance wie gerade eben mache, habe ich immer ein bisschen Muffensausen. Das ist einfach eine irre Wucht. Wenn 30 Tonnen, die in manchen meiner Performances mal eben innerhalb von 4 Sekunden zusammenstürzen, vor Publikum, in einem unglaublichen Lärm, ist man schon immer etwas beunruhigt. Seine Kunst braucht Platz. Den bieten Hangars des einzigen Flughafens Tempelhof. Für seine Werkschau von den 60ern bis heute. Der Franzose, der schon früh nach New York gezogen ist, hat mit allem gearbeitet. Auch mit Teer, Kohle, Holz. Gemalt hat er auch. Aber weltberühmt wurde er mit den Stahlbögen. Zahlreiche Metropolen wie Paris, New York, London beschlossen, gebogenen Stahl von Venet, das brauchen wir. Auch Berlin hat einen Venet-Bogen. Er war ein Geschenk von Frankreich anlässlich der 750-Jahr-Feier der Hauptstadt. 1987 war das. Der damalige Premierminister Girac kam eigens nach Berlin zur Geschenkübergabe. Es war feierlich damals. Heute macht das Geschenk einen etwas vernachlässigten Eindruck. Venet ist nach Südfrankreich zurückgekehrt, hat sich dort ein Skulpturenreich geschaffen und umgibt sich mit Kunst ein Besessener, so nennt er sich selbst. Bei der Arbeit kämpft man richtig gehend mit dem Stahl. Ich versuche ihm eine Form zu geben, aber manchmal schaffe ich das gar nicht, weil der Stahl viel stärker ist als ich. Es ist ein permanenter Kampf zwischen dem Material, das einfach sehr widerstandsfähig ist, und mir als Künstler, der versucht, es mit seinen Ideen zu bearbeiten. Ich versuche einfach, mich dem Material anzupassen. In Berlin wird er sich in den kommenden Wochen immer wieder blicken lassen für Live-Performances wie diese. Man kann so viel machen mit Stahl.